soll ergänzt werden um Chrome Loader INI, aber eben ohne den Backslash, und dadurch macht Visual Basic, beziehungsweise die Anweisung erfolgt ja eigentlich zu Windows, und Windows haut das Ganze in einen Dateinamen um. Also ein Backslash hier löst unser Problem. Speichern, erstellen. Kopieren, Profil löschen, nochmal ausführen, speichern, okay. So, hier ist die Chrome Loader INI jetzt vorhanden. Unser Profil ist auch vorhanden, es ist natürlich noch leer, aber hier die Daten in meiner INI-Datei, die stimmen. So, was Sie jetzt gesehen haben, beziehungsweise was Sie hier sehen, das habe ich vorher noch nicht so oft gemacht, dass ich jetzt die Datei, die ich quasi erstelle, dauernd kompiliere und dann eben in einem kompilierten Zustand ausführe. Das macht es mir natürlich ein bisschen schwieriger beim Debuggen, weil eben der, sage ich jetzt mal, recht gute Debugger des Visual Basic IDE-Pakets mir nicht mehr so richtig helfen kann. Wenn ich den jetzt hier starten würde, dann würde er mir dann eben hier unten durch die Fehlermeldungen mehr auf die Sprünge helfen. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger, und damit mir das nicht nochmal passiert, was mir eben passiert ist, dass ich aus Versehen die falsche Version genommen habe, für diese Fälle ist es schon sinnvoll, wenn man hier irgendwo ein Label einrichtet und sich dort die Versionsnummer anzeigen lässt, sodass man immer, wenn man dann nachher die Exe-Datei hier startet, immer sehen kann, aha, das ist jetzt Version, sage ich jetzt mal, oder Bild Nummer 17. Das ist auch richtig, weil eben habe ich mit der 16 gearbeitet, dann habe ich einen Fehler korrigiert und deswegen muss ich jetzt bei der 17 sein. Damit man nicht, sage ich jetzt mal, aus Versehen eine alte Version benutzt und sich dann wundert, warum ein Fehler immer noch drin ist oder wieder drin ist. So, das nur als Hinweis. Oder man passt auf. Gut. Kommen wir als nächstes zu einem richtig schönen Problem. Hier oben ist wieder unsere Form-Load-Routine. Damit haben wir ja eben schon angefangen. So, und wir haben nämlich jetzt das Problem, dass der Benutzer, sage ich jetzt mal, unser Programm zum ersten Mal gestartet hat. Und das war ja auch okay. Es gab ja nicht das Profilverzeichnis und es gab auch noch nicht die INI-Datei. Und deswegen sollte er seine Eingaben starten. Wir haben ihm aber gerade am Ende gesagt, okay, Eingaben gespeichert, starten Sie erneut. Wenn wir jetzt nochmal starten, passiert natürlich nochmal genau das Gleiche. Das heißt, unser Formular wird sichtbar und bittet den Benutzer um die Eingaben, die er aber schon eingegeben hat. Das bedeutet, beim zweiten Mal muss sich das Programm anders verhalten als beim ersten Mal. Und deswegen brauchen wir hier schon direkt in der Form-Load-Schleife, beziehungsweise in der Form-Load-Routine, eine If-Schleife, die prüft, werde ich gerade zum ersten Mal gestartet oder werde ich gerade zum zweiten Mal gestartet. Und es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, wie Sie das prüfen könnten. Rein theoretisch könnten Sie sagen, okay, warum nicht? Ist mir doch egal. Ich habe eine INI-Datei. Ich schreibe einfach jeden Start in diese INI-Datei rein. Und irgendwann werde ich schon sehen, dass das Programm mehr als einmal gestartet wurde. Das ist natürlich kein schlechter Ansatz. Ich gehe allerdings hier einen anderen Ansatz. Und zwar, der Unterschied zwischen dem ersten Start und dem zweiten Start ist ganz einfach, die INI-Datei ist vorhanden. Ja, diese INI-Datei, die Chrome Loader INI, die war beim Anfang nicht vorhanden. Und deswegen frage ich die Existenz dieser INI-Datei ab. Und Existenz abfragen, das hatten wir gerade schon. Da haben wir allerdings, wie ich jetzt gerade sehe, ich wollte mir gerade schon den Code hier kopieren. Da haben wir allerdings ein Verzeichnis abgefragt. Gut, das könnten wir auch abfragen, denn das Profile-Verzeichnis, das war ja auch noch nicht da. Ist meiner Meinung nach aber nicht ganz so gut geeignet, denn es ist ja theoretisch möglich, dass es schon mal da ist und wir trotzdem zum ersten Mal erst starten. Dann fehlt ja immer noch die INI und dann fehlt immer noch die Angabe vom Benutzer, soll die Client-ID gelöscht werden. Deswegen gehe ich hier jetzt lieber mit der Chrome Loader INI. So, das ist die Location der Chrome Loader INI. Die kopiere ich mir mal gerade aus der Routine Button 1, Klick raus. Und die frage ich jetzt hier oben ab. If file.exists,
Klammer auf, Klammer zu. Und in die Klammer kopiere ich jetzt mit Steuerung V die Chrome Loader INI rein. If file exists Chrome Loader INI gleich false. Also die existiert nicht. Else and if. So, also die existiert nicht, die Datei. Dann muss er eigentlich gar nichts machen, beziehungsweise genau das, was er eben auch schon gemacht hat. Das Formular wird sichtbar. Und der Benutzer kann seine Daten eingeben. So, uns interessiert also jetzt vielmehr der Punkt while exists gleich false ist. Ist true. Denn dann fangen wir an, die Daten aus der INI auszulesen. Ja, also wenn die Datei nicht existiert, dann braucht er auch nichts machen. Wenn allerdings die INI vorhanden ist, dann sind wir hier in der If-Schleife. Ich schreibe das hier mal als Kommentar da rein. INI ist nicht vorhanden. Gleich also nochmal starten. Kopiere ich mir das und hier in die If-Schleife. INI ist vorhanden. Also auslesen und handeln. Also nicht wir, sondern das Programm. So, also die INI ist vorhanden, also müssen wir sie auslesen. Also wieder das gleiche wie unten auch. Dim INI as new INI, damit wir Zugriff zu der INI-Datei bekommen. Und jetzt lesen wir die Variablen aus, die in dieser INI-Datei drinstehen. Also Profilname gleich INI.wertlesen. Klammer auf, Anführungszeichen Start, das war ja die Sektion, die ich unten so benannt hatte, und der Schlüsselname ist Profile. So, damit ich mich da nicht vertue, schaue ich nochmal nach, das ist nämlich schon nicht korrekt. Profilname war der Schlüssel für Profile. Denn wenn wir jetzt hier die falschen Daten angeben, dann versucht natürlich unsere Routine auch die falschen INI-Werte auszulesen, beziehungsweise diese INI-Werte, die werden nicht vorhanden sein. So, und als nächstes Client-ID gleich INI.wertlesen Anführungsstriche Start Anführungsstriche Client-ID. Da muss man natürlich jetzt ein bisschen aufpassen. Ne, Profile-ID hatte ich sie genannt, nicht Client-ID.